Bro, ich habe ein kleines Dings vor. Wir nennen das Statement Time. Mein Bruder Fanus, schöne Grüße gehen raus an der Stelle, hat ein paar Statements so aus Kommentaren und so rausgesucht. Und die werde ich dir jetzt einfach so hintereinander an den Kopf ballern, Bro. Und du reagierst einfach drauf, Bruder. Kann man machen, Digga. Wie du möchtest, ne? Ja. Also, Statement Time, King Khalil. Statement 1, Ananas ist der Squad. Skr, skr. Skr, skr. Geil. King Khalil, a.k.a. der König der Keulen. Bruder, Alter, Keulen müssen immer am Start sein, Digga. Wie lange kiffst du schon? Man hat angefangen so vor 6 Jahren ungefähr, dann mal wieder nicht und dann mal wieder so. So, du weißt doch. Immer mal ab und zu. Immer mal ab und zu. Buffst du jeden Tag? Bruder, so daily-mäßig so? Kann man schon sagen, so. Fast, ne? Fast. Hast du auch negative Erfahrungen schon mal damit gemacht, so mäßig? Dann würde ich es nicht machen, ja. Nee? Nee. Okay. Aber Bruder, ich habe vieles schon ausprobiert. So. Viele negative Erfahrungen mit Sachen gemacht. So. Mhm. Wenn ich also negative Erfahrungen mit etwas mache, so, dann bin ich doch dumm, wenn ich es weiterhin mache. Ja, Digga. Das ist ja so, dass, ja, ja. Bei mir, ich habe auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht, so, beziehungsweise sehr viel Erfahrung mit Drogen an sich gemacht, okay. Aber auch gerade mit Kiffen, so, da habe ich immer mal wieder, immer mal wieder so, also es hat mir schon auch geholfen in Phasen, in manchen ging es mir gut, aber immer mal wieder kam dann so auch kopfmäßig, damals, wo ich noch jünger war, kam so psychisch ein bisschen und so, weißt du? Haben mir viele Freunde erzählt, so, bei mir war das noch nicht so, aber dann kann man es natürlich verstehen, dass es für einen nicht positiv ist, so. Ja, ja, definitiv, Bruder. Trotzdem würde ich es noch nicht, also trotzdem bin ich immer noch so, dass ich sage, ich verteufel das nicht. Weil damals, da war ich 15, wo ich so ein bisschen psychische Dinger gekriegt habe vom täglichen Kiffen. Und da hat mein Arzt mir auch gesagt, das liegt daran, weil ich nicht ausgewachsen bin, so weißt du. Ich glaube schon, dass das Gras auch einen positiven Effekt und einen positiven Einfluss haben kann. Gerade wenn du ausgewachsen bist, so weißt du. Also muss halt jeder für sich selber so, Dings. Also wenn es einen beruhigt so und einen straight sein Ding machen lässt so und die Vibes immer da sind, so, dann ist doch gut. Voll. Das auch gesehen bei einem Sek Plus Talk. Grüße gehen raus an Sek Plus an der Stelle. Guter Sponsor. Massiv macht er da jetzt auch so Interview-Talks mäßig so. Und der hat mal mit Kevin Volta einen Dreh gemacht. Okay. Und da hat der. Kennst du Kevin Volta? Diesen Fitness. So ein Fitness-Typ? Leider nicht, ey. Breit ist das. Der macht auch so YouTube-Videos und so. Bestimmt mal gesehen so. Ja. Auf jeden Fall ist der jemand, der kifft sogar, aber vom Arzt verschrieben, quasi so, weißt du, weil er damals irgendwie im Krieg war und halt auch sehr ein hektischer Typ früher schon immer war und aber auch durch diese Kriegssachen und so ein bisschen so psychisch immer so, ich glaube, so Panikattacken oder irgendwie sowas gekriegt, weißt du, und ihn holt das halt runter, so, weißt du, und da merkst du halt, es kann halt auch einen guten Effekt haben, weil der nimmt das dann so und das hält ihn dann auf einem schönen, ruhigen Niveau, dass er keine Panikattacken mehr kriegt. Safe, und so. Ja, nice. Weißt du? Ja, Alter. Ja, ich krieg das zwar nicht verschrieben, so, aber mich beruhigt das auch. Bester Mann, Digga. Ich hab's dir. Für dich holen wir auch noch ein Dings, Bruder. Kriegen wir noch ein Rezept. Also. Ah, ich mag das Zeug nicht, was die da in der Apotheke verteilen, Digga. Echt? Ist es anders? Ist anders, ja. Warum ist das anders? Wo kommt das her? Oder was da der. Na, das, was die ja dann in der Apotheke geben, ist ja so medizinisches Zeug. Mhm. Und da hat mir ein Kumpel halt mal so ein bisschen davon gebracht, so, ich hab's probiert. Ja. Und das hat nicht so gevibed, Bruder. Ja. Echt? Ja, Mann. Irgendwie so nach Scheiße geschmeckt halt damals. Anderer Turn, ne? Okay, krass. Ist halt irgendwie so an CBD angelehnt, so ein bisschen. Mhm. Aber es gibt ja auch geiles CBD, was halt krass schmeckt, so. Mhm. Und, aber das Medizinische von der Apotheke war halt richtig scheiße, so. Dreck geschmeckt? Das war so richtiges Gestrüpp, so Jauchezeug, so. Ah, okay, scheiße. Wo holen die das her? Bauen die das auch hier in Deutschland an? Ich weiß nicht, wo die das zum Teufel nochmal herholen, Alter. Ja. Scheiße, aber die CBD hast du recht. Leute. Aber CBD hast du recht. Ich habe auch schon eine Phase gehabt, wo ich immer CBD geraucht habe. Ey, CBD ist geil, Bruder, vor allem. Kreuzberg gibt es einen Laden, Digga, da gibt es eine Marke. Bro, das CBD ist echt gut so. Ja, auf jeden Fall. Bruder, vor allem für jemanden, der auch normales THC raucht, ist CBD auch gut für den Anfang des Tages zum Beispiel. Mhm. Wenn jemand gewohnt ist, so, er steht zum Beispiel um 11 Uhr auf, und rollt sich direkt so einen fetten Joint so und hat dann aber keinen Bock mehr auf den Rest des Tages. Mhm. Das ist halt auch nicht so das Wahre, weißt du? Dann roll dir lieber einen CBD-Joint so, die ersten Stunden, bis du halt richtig alles erledigt hast. Mhm. Und danach so roll dir die fetten THC-Dinger. So kann man es auch machen, weißt du? Safe. Und ich bin halt auch jetzt gerade dabei, so vielleicht
wenn alles klappt und alles so vorstellt, wie ich das will, so mit Koala zusammen eine Kollabo zu machen für eine CBD-Sorte. Ah, geil. Was Koala ist von PA, ne? Koala, das hat PA auch, ja. CBD-Sorte, genau. Ja. Grüße an Koala auf jeden Fall, wenn ihr das seht. Bruder, das ist auf jeden Fall auch gutes Zeug so. Also die haben krasse Sorten, Bruder. Das schmeckt krass so. Ja, und das hat doch einen Effekt. Ich meine, die ganzen Fitnessmarken bieten ja mittlerweile auch CBD an, einfach für die Muskelentspannung, für die Vibes in deinem Körper drin so. Auf jeden Fall. Und du hast halt diesen psychischen Effekt nicht, weißt du, was ich meine? So, und ja, das ist halt das Geile so. Ich kann mich an die Phase erinnern, wo ich habe immer Bock gehabt zu kiffen, immer Bock gehabt Gras zu rauchen, scharfes Gras zu rauchen, kein Fake-Gras so. Ja. Hab mir dann aber mal CBD probiert, ne? Hab dann einmal CBD ausprobiert und das hat mich befriedigt so. Ey, ist also geil. In der Phase, wo ich CBD geraucht habe, habe ich kein Gras mehr geraucht. Mhm. So, weißt du? Und das kann auch Leuten helfen, vielleicht die nicht mehr so oft high sein wollen, nicht mehr diese psychischen Probleme haben wollen oder so. Gönnt euch CBD so, weißt du? Auf jeden Fall, Bruder. Und vor allem die Leute, die durch THC irgendwie so Psychose kriegen und so, aber trotzdem Bock haben zu buffen, so, Bruder, holt euch CBD, das entspannt euch genauso. Mhm. Halt ohne diese Psychosen im Kopf. Du kriegst halt nicht diese Kopfkinos so, du kriegst nicht diese Kopfvibes. Ja, so. Genau. Aber Bro, du hast trotzdem Dings. Also ich habe ein bisschen Fischmaul gehabt, ein bisschen mehr Hunger gehabt und so. Ja. Du bist trotzdem ein bisschen Dings high. Fressflash und so, ja? Ja. Irgendwie, ja, das ist halt so eine High-Form, die halt erlaubt ist. So. Genau. Und auch gesund ist. Auch gesund ist, ja. Geil. Ich habe auch schon überlegt, CBD-mäßig was an den Start zu bringen, Bro. Geil, ja, mach das, Bruder. Wenn du selber rauchst und weißt, was gut ist und da auch dahinter stehen kannst. Genau, das ist wichtig. Das ist wichtig. Bruder, baller raus, Digga. Ja. Weil ich finde, es gibt noch viel zu wenig CBD-Sorten, die wirklich geil sind. So. Aha. Also PA hat auf jeden Fall auch eine geile gemacht. Ja. King Khalil steht immer im Schatten seiner Partner. War ein Kommentar. Das ist so ein Kommentar, was so kommt von einem, der vielleicht steht er im Leben bei irgendjemandem im Schatten, so, weißt du, was ich meine? So, also ich, Bruder, egal welchen Partner ich hatte, Bruder, weißt du, was ich meine? Es geht nicht um Schattenstellen oder nicht, Bruder. Was ist das für eine Denkensweise? Mhm. Weißt du, was ich meine? Es geht darum, um Gas geben, Bruder. Ob die Partner von dir Gas geben, das, weißt du, es geht um Gas geben, Bruder. Jeder muss Gas geben für sich so. Das ist wichtig. Und Bruder, in Schatten stellen, Bruder, wir so Wolken können uns in Schatten stellen, weißt du, ich meine so. Das ja, so. Nee, Bruder, geiler Satz. Bruder, ich küsse doch eure Augen so, aber alles cool so, du weißt doch, immer Gas geben. Du gehst schon geil um mit diesen Kommentaren und so, Bro. Ich merke das, Digga, du hast ein richtig gutes Mindset, was das angeht, Bruder. Naja, was heißt... Respekt. Es ist halt so, wie es ist, Bruder. Viele Leute sind halt wirklich gewillt dazu, einfach ihr Handy zu nehmen, so ihren Code zu entsperren oder ihr Drecksgesicht vor diese Face-ID zu machen. So, dann sind die ja schon im Internet, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann tippen die halt irgendwas ein mit den kleinen Drecksgeräten da. Und dann ist es ja schon da, weißt du, ich meine? Und wir lesen das halt. Und weißt du, an uns liegt das dann, ob wir das ernst nehmen oder nicht. Mhm. Und Bruder, wie soll man sowas überhaupt ernst nehmen können, so? Ja, du lässt dich auch gar nicht provozieren davon so. Ja, ich feier das, Bro. Bruderherz. Finde ich gut, Digga. King Khalils größter Traum? Fragezeichen. Beziehungsweise King Khalils größter Traum ist... Punkt, Punkt, Punkt. Boah, mein größter Traum. Ich weiß nicht, Bro. Ich habe irgendwie aufgehört zu träumen. So. Irgendwie. Das kommt vom Kiffen, Bruder. Nee, also aufgehört... ja. Du weißt doch, Bruder, wenn du kiffst, dann träumst du nicht nachts. Ja, nicht mehr so viel, genau, stimmt. Aber so vom... So dieses, ich würde voll gerne so das und das machen und so. Ich würde so, so gerne das und das machen, so. Weißt du? Mhm. Bleib auf dem Teppich, so, weißt du, ich meine? Und wenn du das gerne machen würdest, so, dann arbeite darauf hinaus, so, dass das passiert, so. Gibt es da eine Sache? Gibt es keine Sache? Wo du sagst, da will ich hin? Oder das ist mein Traum? Das würde ich mir vielleicht wünschen auch. Einfach auch mal so jetzt so, gar nicht, muss gar nicht irgendwie realisierbar sein oder so. Einfach, was du vielleicht auch schon als Kind immer wolltest oder... Mittlerweile, keine Ahnung, Bruder. Vielleicht hast du irgendwas, Bro. Boah. Mal einen 5-Meter-Joint rauchen oder so, keine Ahnung. Dann roll ich mir halt einen 5-Meter-Joint, so, weißt du, meine? Ja, so. Das ist doch nicht, also so. Klar, man soll schon immer so Ziele im Kopf haben, so, weißt du. Hast du vielleicht ein kurzfristiges Ziel? Album charten, Bruder, Top 10 vielleicht oder so? Ich habe Ziele fürs Leben, so, natürlich. Die sollte auch jeder haben, so. So, man muss sie aber nicht ansprechen, so, dies, das und so. Man sollte sie im Kopf haben, sie verfolgen. Und halt darauf fokussiert sein, Gas geben, so, weißt du. Okay. Also willst du nicht mal ein Ziel oder einen Traum raushauen, ne? Ach, Bruder. Okay, Bruder. Lass mich einfach Gas geben, Bruder. So, zieh durch. Wir sehen schon, wo dein Weg hingeht.
Dann sehen wir schon, was du machst. Ja, Bruder, und für jeden anderen auch so. Weißt du, man muss nicht immer über seine Ziele rumplappern und so. Weißt du so? Mm. Mach's einfach, das ist wichtig, es zu machen. So. Viel wichtiger, als darüber zu reden, ist es, Real Talk, das Bruder. Zu machen. So. Das habe ich gerade gefühlt, Digga. Das stimmt vollkommen. Geil. Immer mehr tun als reden. Genau, Bruder. Immer mehr tun. Weil, weißt du, wenn du von Träumen schwärmst, so, dann ist es minimalistisch, dass die dann auch passieren. So. Ja. Das ich habe so auch das Gefühl, spannend. Dass wenn ich irgendwie. Das ist bei mir sogar teilweise, wenn irgendwas im Raum steht oder wenn ich irgendeine Möglichkeit im Raum steht nur, aber es steht noch nicht fest, ob es klappt oder nicht, dann ja. rede ich ungern darüber. Ja, weißt du was? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich dann erzähle, wie du es gesagt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, größer. Weißt du so? Mhm. Warum auch immer, Alter. Team Kuku ist Familie bis zum Tod. Ja. Berlin ist die schönste Stadt der Welt. Berlin ist die schönste Stadt der Welt, Bruder. Dazu musst du nichts sagen. Khalil wurde bei Kapi durch Samra ersetzt. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. So. Weißt du, Bruder. Internet. Weißt du, dieses so bin ich eine Hure am Monaco. Weißt du, ich meine, ist irgendjemand mein Zuhälter, dass irgendjemand mich ersetzt oder so? Weißt du, ich küsse dein Auge, Bruder, aber Bruder, wir werden alle im Leben ersetzt. So einer stirbt, der andere wird neu geboren und so. Weißt du, ich meine, so. Krass. Weißt du, Bruder, was sind das für Statements so? Weißt du, da interessiert mich viel mehr, ob ich Dreck unterm Schuh habe, so, als so eine Statement. Mhm. Weißt du, ich meine, habe ich gerade Dreck unterm Schuh, Bro? Scheiße oder so? Gar nichts, Bruder. Ich wundere mich gerade, warum deine fucking Schuhe so fresh aussieht. Ja, weil ich auf meine Halt mal bitte einmal in die Kamera. Bruder, bitte. Guck mal, weißt du, er ist gerade vom Fleisch gekommen. Das interessiert mich viel mehr so, ob so, weißt du, viel mehr als manche Statements so. Das, Bruder, ich bitte dich ja. Ja. Und ich wünsche jedem viel Glück, Bruder. Jedem, wirklich. Jeder soll sein Ding machen, jeder soll Mutter ficken. Weißt du, ich meine so, jedem wünsche ich viel Glück so. Wir gönnen jedem so. Team Kuku sind Gönner. Stabil, Alter. Nice. Die Statements, wie gesagt, Bro, sind halt aus Kommentaren ein bisschen zusammengesucht und sowieso, so. Sowieso, Bruder. Ist, glaube ich, vielleicht, war von Fanus eine Idee. Von mir habe ich gesagt, ja, geil. Ja, ist eine lustige ist Idee, weil die Reaktion von dir darauf ist halt auch schön zu sehen. Und was du darauf sagst, Bruder, so interessiert vielleicht auch jeder, der mich kennt oder mal gesehen hat und vielleicht mal mit mir so ein, zwei Sätze ausgetauscht hat, weißt du, der weiß, wie ich bin. Mhm. So. Da ist wirklich, Bruder, das ist alles. Aber ich glaube, es war gut, dass ich dich jetzt mal mit so Sachen hier auch vor der Kamera konfrontiert habe, weil ich glaube, viele draußen von deinen Fans vielleicht auch wissen noch gar nicht so, wie du so drauf bist, weißt ja, du? Ja, kann sein halt, auf jeden Fall. Es gibt auch wirklich, sowas hat mich jetzt auch noch keiner getraut zu fragen, so, weißt du? Nee. Aber ey, Bruder, wirklich, alles cool. Ja, weißt du, so? Es ist alles cool, Bruder. Keiner wird ersetzt von irgendeinem so. Keiner steht im Schatten von irgendeinem, Bruder. Weißt du, so, das ist alles so. Positive Vibes, ne? Ja, Bruder. Du bist auch richtig auf positiven Vibes unterwegs, ne? Bro, hätte ich keine positiven Vibes, dann wäre... Ich leg's jedem ans Herz, also genau so zu sein in diesem Ding so. Weißt du, weil, Bruder, das hat doch keinen Sinn. So, warum auf links und rechts gucken? So, guck einfach geradeaus und geh deinen Weg so. Das ist wichtig. Ich schwöre dir, das hört sich immer so Dings an, so, ja, wir reden immer so über, weißt du, Leute, Vibes und ja, positive Vibes und so. Manche denken, dass die reden über Vibes und das. Aber Bro, Mann, das ist voll wichtig, Digga. Das ist sehr wichtig. Dass du, wenn ein Mensch in deinem Leben dir einen negativen Vibe gibt, der muss raus aus deinem Leben, so. Entferne dich von diesen Menschen aus deinem Leben, so. Umgib dich nur mit Menschen mit 100% positiven Vibes, Bro. Immer gerade bleiben, Bruder, immer gerade bleiben, so. Selber so glücklich sein mit dem, was man hat, so, weißt du, ich meine, und selber das Umfeld muss stimmen, so, weißt du, und bei mir, Gott sei Dank, so, alles stimmt, weißt du, stabil, ich meine? Bruder. So, ich bin am Start wie noch nie, Bruder. Weißt das ist geil, Digga, dann kann ja jetzt losgehen, Bruder, dann kann jetzt noch mehr kommen, so, weißt du, bin ich auch gespannt, was jetzt dann in deiner Zukunft noch so kommt wird, Bruder. Bruder, ich geb Gas. Geil, Alter. So.